Also, wie schaut die Situation aktuell in Deutschland aus? Welche Probleme beschäftigen die Bauern in Deutschland? Für Deutschland muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Landwirtschaft. Einmal gibt es die Bauern, das sind Menschen, die regional verankert sind und Lebensmittel für die Menschen produzieren. Und dann gibt es die industrielle Landwirtschaft, das sind mehr oder weniger Fabriken, die ein Produkt in ein anderes Produkt konvertieren. Und man muss sagen, die Probleme oder die aktuelle Situation, die wir haben, ist, dass die Agrarindustrie die landwirtschaftlichen, kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, die Bauern verdrängen. Und die gute regionale Landwirtschaft, die verschiedene Dinge beachtet, das heißt, die sozial engagiert ist, die einen Beitrag zur Gestaltung der Landschaft leistet, die für den Umweltschutz etwas tut, indem sie Arten erhält, indem sie parallel zur Landwirtschaft wilde Pflanzen und Tiere existieren lässt, dass die verdrängt wird von der industrialisierten Landwirtschaft. Ja, das muss man sagen, sind die Hauptprobleme, die wir gerade haben, oder das ist die aktuelle Situation. Um es noch positiv zu sagen, man kann sagen, dass die aktuelle Situation der bäuerlichen Landwirtschaft, das heißt der kleinen Betriebe, eigentlich sehr gut ist, wenn sie funktionieren. Das heißt, wenn wir einen guten landwirtschaftlichen Betrieb haben in einem Ort, dann erfüllt er viele Funktionen und trägt wunderbar zum Dorfleben und zur Natur bei. Wenn man die Deklaration sieht und wenn man die Verhandlungen sieht, dann muss man sagen, dass wir auf internationaler Ebene etwas verhandeln, was regional ist. Das heißt, wir treffen uns mit allen Ländern und dieser Welt an einem Ort, um darüber zu sprechen, was braucht die Region, was braucht das Dorf, was braucht der Bauer vor Ort auf der ganzen Welt. Und wir unterhalten uns darüber, was sind die Basics, kann man sagen. Was braucht ein landwirtschaftlicher Betrieb als Basics auf der ganzen Welt, um arbeiten zu können? Ja, also Landwirtschaft ist etwas, was unglaublich regional verankert ist. Das heißt, man kann nur das produzieren und mit dem produzieren, was wir auf der lokalen Ebene haben. Und dazu gehört Zugang zu Wasser, Zugang zu natürlichen Ressourcen, Zugang zu Saatgut, aber auch Zugang zu Arbeitskräften, eben Leute, die auf dem Land arbeiten können. Und es ist ganz wichtig, dass man auf internationaler Ebene sagt, welche dieser Aspekte muss jeder Bauer haben. Und es ist ganz wichtig, dass man sagt, muss haben. Ja? Wir können nicht sagen, dass diese Ressourcen, die wir auf lokaler Ebene haben, dem Weltmarkt zur Verfügung stehen. Wir können nicht sagen, dieses Land hat Wasser, dieses Land hat Wald, dieses Land hat Boden und jetzt können wir damit machen, was wir wollen, denn das gehört dem Land und das Land kann jetzt verhandeln, was damit passiert oder der Kontinent kann verhandeln, was damit passiert. Nein, wir müssen ganz klar sagen, wir haben diese Ressourcen und diese Ressourcen gehören den Leuten und die sind in der Verantwortung der Leute, die lokal Lebensmittel produzieren, die am Ort damit Nahrungsmittel für die Menschen am Ort produzieren. Ja, man kann sagen, diese Deklaration fasst eigentlich zusammen, was Standard sein sollte. Diese Deklaration ist nichts Neues, sondern diese Deklaration ist, was seit Tausenden von Jahren auf der ganzen Welt normal war und was der Normalzustand sein sollte, was in den letzten 10, 20, 30 Jahren angetastet wurde von Konzernen, von Nahrungsmittelindustrie. Und jetzt haben Kleinbauern aus der ganzen Welt sich einfach mal hingesetzt und gesagt, was ist der Normalzustand? Was brauchen wir? Das ist nichts Neues, das ist nichts Weltbewegendes. Es ist etwas Weltbewegendes, aber es ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. Es ist einfach nur, was zusammenfasst, was wir brauchen und was der Standard sein sollte. Anlass, diese Deklaration zu machen, war, dass man 2008, 2009 in der weltweiten Nahrungsmittelkrise festgestellt hat, dass die Personengruppe, die am meisten von Hunger betroffen ist, Kleinbauern sind. Das heißt, perverserweise sind die Leute, die Nahrungsmittel produzieren, die, die nicht genug Nahrungsmittel haben. Und plötzlich hat man auf internationaler Ebene gesagt, oh, wir müssen mal schauen, was sind denn die Ursachen dafür, dass diese Leute, dass die Kleinbauern speziell, nicht genug Nahrungsmittel haben. Und in dem Zusammenhang ist La Via Campesina in Aktion getreten und hat eben gesagt, okay, wir sind nicht irgendwelche Repräsentanten von irgendwelchen Firmen, wir sind nicht diejenigen, die total gewohnt sind, auf dieser Ebene zu sprechen oder Deklarationen zu schreiben. Nein, wir sind tatsächlich die Bauern. Denn Via Campesina besteht nur aus, also hauptsächlich aus Bauern, die sich vereinigen, um einfach international zu sagen, was brauchen wir, was wollen wir haben. Und diese Leute haben sich zusammengesetzt und haben einfach mal aufgeschrieben, was sind die Basics, die sie brauchen, um Nahrungsmittel lokal zu produzieren. Und das ist auch, würde ich sagen, das Besondere in dieser Deklaration. Denn es war ganz lustig. Am Anfang haben die Politiker und die internationalen Vertreter auch hier in Genf die Deklaration gelesen und haben gesagt, was ist das denn? Das können wir überhaupt nicht anwenden. Wenn man sich aber anschaut, was passiert oder wie es entstanden ist, dann sind es die Leute, die es anwenden müssen, die gesagt haben, was sie brauchen. Das heißt, es ist eigentlich der direkteste Weg, auszudrücken, was wirklich notwendig ist.
Und deswegen würde ich sagen, ist diese Deklaration etwas sehr Bodenständiges, etwas sehr Angewandtes. Und wenn sie nicht akzeptiert wird oder wenn Konflikte dabei entstehen, auch in den Verhandlungen, muss man eigentlich eher sagen, okay, das Existierende ist nicht angewandt und das Existierende trifft nicht die Bedürfnisse der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, wenn es nicht gesehen wird, dass es notwendig ist. Denn oft würde ich sagen, in den Verhandlungen sind scheinbare Standards oder unumstößliche Dinge und Gesetze im Vordergrund, die vor allen Dingen wirtschaftlich sind und die mit diesen Dingen nicht einhergehen können oder die nicht kongruent sind. Und dann müssen wir sagen oder ganz klar sagen, wenn wirtschaftliche Dinge das verhindern oder wirtschaftliche Gesetzgebung oder Vereinbarungen dem entgegenstehen, dann ist es nicht das Problem, dass diese Deklaration nicht dazu passt, sondern es ist das Problem, dass die jetzige wirtschaftliche Gesetzgebung, die jetzigen internationalen Wirtschaftsvereinbarungen nicht mit der Realität übereinstimmen und nicht dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt, insbesondere Kleinbäuerinnen, genug Nahrungsmittel haben, was ein grundlegendes Menschenrecht ist. Also wir hören häufig in den Verhandlungen das Argument, dass die Deklaration, die wir geschrieben haben, nicht so richtig in die Gesetzgebung oder in die internationalen Menschenrechte reinpasst und dass das hier eigentlich nichts zu tun hat. Und vor allen Dingen hören wir oft das Argument, dass es nicht passt mit den internationalen wirtschaftlichen Vereinbarungen. Aber was man sagen muss, es gibt ein Menschenrecht und die Menschenrechte sind das, was eigentlich das Grundlegendste ist. Es gibt ein Menschenrecht auf genügend und ausgewogene Nahrung. Und jetzt brauchen wir die Konsequenz von den Politikern, nicht nur dieses Menschenrecht wunderschön zu schreiben, jeder kann genug Nahrung haben, sondern jetzt brauchen wir die Konsequenz, dass sie sagen, wir schaffen den gesetzlichen Rahmen dafür und wir machen diese Deklaration, indem wir sagen, was brauchen die Leute, damit sie genug Nahrungsmittel produzieren können und damit jeder Mensch auf dieser Welt satt ist. Und da darf es nicht irgendwie darum gehen, mit welchen wirtschaftlichen Vereinbarungen passt das nicht oder wo ist etwas konträr. Da muss man einfach ganz klar sagen, als erstes ist das Menschenrecht auf Nahrung und jetzt müssen wir schauen, was brauchen wir dafür. Und danach kann man schauen, ob irgendwas wirtschaftlich damit nicht übereinstimmt, aber das sollte nicht im Fokus stehen.